Ja, meine Damen und Herren, nochmal herzlich willkommen zu Teil 2. Schön, dass Sie dabei sind, dass Sie gerade eben vielleicht schon dabei waren. Verfluchte Liebe, jetzt offene Wunde, deutscher Film. Begrüßen Sie nochmal Dominik Graf. Herzlich willkommen. Applaus ist das Brot des Künstlers. Nein, das ist jetzt tatsächlich gerade mal 3 Wochen her, dass der uraufgeführt worden ist. Ja, Teil 2, das große Projekt vollendet. Wie hat sich's angefühlt? Dass er fertig war, ja, gut. Gut, weil das, ich habe das Gefühl, das ist der letzte Essay-Film, den ich jetzt gemacht habe, der Langzeitzeit. Es ist doch relativ schwierig, es ist auch, und das betrifft jetzt auch die Fassung, die Sie heute Abend sehen, das ist eigentlich die Fernsehfassung. Also die Fassung, die in Berlin lief, die war aus bestimmten Rechtsproblemen eben nur für die Berlinale quasi, waren die Rechte geklärt. Aber fürs Fernsehen noch nicht und auch nicht für eine erweiterte sozusagen Auswertung, zu der diese Vorführung hier gehört. Deshalb sehen Sie eine verkürzte Fassung, die ich selber noch nicht gesehen habe, weil ich mir das nicht antun wollte. Ich bin natürlich dem Johannes sehr, sehr dankbar, dass er sich da wirklich zum Sklaven der Formate gemacht hat und das Johannes Siebert, der Co-Regisseur, tapfer runtergeschnitten hat, aber ich will nicht wissen, was er geschnitten hat. Wahrscheinlich, wenn wir nachher darüber reden, merke ich es. Wenn ich dann über irgendwelche Szenen anfange zu reden, zum Beispiel denken Sie an diese großartige Szene und ich blicke in verständnislose Gesichter, dann weiß ich, die ist schon mal weg. Ja, das Schöne ist nämlich, dass auch ich die Kurzversion noch nicht gesehen habe, weil die gerade erst fertig geworden ist. Also das ist wirklich ganz heiß, was wir jetzt sehen werden. Aber dieses mit Rechten auseinandersetzen, das hat man ja sonst nicht als Filmemacher. Also erschwert das den Prozess oder haben Sie das von Anfang an mit im Kopf gehabt oder erstmal wirklich geschnitten, so wie Sie es für richtig hielten? Ja, also ich meine, es ist die Sondersituation ist natürlich, dass es einige Leute gibt, die wir interviewt haben und die tatsächlich auch noch in Besitz ihrer Filmrechte sind. Also Roger Fritz zum Beispiel, Eckhard Schmidt zum Beispiel. Nee, der hatte alle Rechte an die Konstantin abgegeben. Nee, aber Klick hat einige so, dass man diese Dinge dann wirklich extensiv nutzen kann. Wenn man sich dann aber auf die Suche macht nach Leuten, die längst verstorben sind, die Filme gemacht haben und Besitzer sucht über Monate hinweg, die dann mit einer Geldforderung für 1 Minute Ausschnitt oder unter einer Minute Ausschnitt kommen, die wir einfach nicht haben. Also diese Dokumentarfilme sind wirklich mit außerordentlichen Selbstausbeutungs-Billigabteilungen produziert. Dann wird es natürlich schwierig, weil man gewissermaßen die Belege für das, was man da eigentlich erzählen will, die gehen einem Stück für Stück irgendwie flöten. Und am Schluss bleiben eben ein paar Filme übrig, von denen man zehren kann. Aber dann kommen ja die Gespräche und die Gespräche brauchen dann auch noch ein paar Bilder zwischendurch, damit man sieht, was eigentlich gemeint ist jetzt. Dann geht es am Ende wieder um die Bilder. Und auch auf den Bildern sitzen inzwischen irgendwelche anonymen Riesenfirmen, die wahnwitzige Gelder verlangen. Da ist irgendwas schiefgegangen bei den Copyright-Sachen. Und die Dokumentarfilmer sind, glaube ich, die das am stärksten irgendwie zu spüren kriegen. Ja, das ist, genau, ich wollte es gerade sagen, das ist was, was wir auch zu spüren kriegen, sei es in Ausstellungen oder im Kinobereich. Das ist exakt das Gleiche. Also gerade vielleicht als Beispiel bei der Film Noir Surrealismus-Ausstellung, da konnten wir einen französischen Bildschirm, wo wir eigentlich nur französische Beispiele zeigen wollten, überhaupt keinen einzigen präsentieren, weil die einfach viel, viel zu teure Mondpreise aufgerufen haben. Also wo man sich wirklich wundern muss, warum das passiert, wo das Filmerbe auch irgendwie bewusst aufs Spiel gesetzt wird, finde ich. Naja, es ist ja so, dass man sich dann, zumindest als derjenige, der die Filme macht, denkt, das tut doch den Filmen gut. Ja, also der Mensch, der die Rechte hat, kann sich ja darüber freuen, dass diese Filme aus der Versenkung wieder hochgefahren, aber so argumentiert. Ich kriege dann Lust, ihn nochmal ganz zu sehen, vielleicht sogar nach so einem Film. Ja, oder irgendeiner kommt drauf, das ist ja Wahnsinn, den können wir ja nochmal auf DVD rausbringen oder sonst was. Aber da so denken die wohl offenbar nicht, sondern nur von hier bis zur nächsten Ecke. Deswegen freuen Sie sich jetzt auf 90 Minuten mit wunderbaren Ausschnitten. Wir werden noch über weitere Minuten, die Sie nicht gesehen haben, reden nachher. Jetzt erstmal viel Vergnügen und nochmal herzlichen Dank, Dominik Graf. Toll, dass Sie da sind. Ja, begrüßen Sie nochmal Dominik Graf. Beide Teile deutscher Film, verflucht. Erstmal in aller Ruhe gemütlich ankommen. Genau, nach 22 Uhr. Nehmen das Mikro noch ein bisschen rüber, genau. Ja, also ich finde das ja immer noch ganz faszinierend, was Sie da geschaffen haben. Das ist so unglaublich, dass Sie die alle zum Reden gebracht haben. So offen. Ich meine, die machen doch zum Teil nie wieder einen Film, oder?
Ja, ich glaube schon, dass das Thema des Films die Menschen auch zum Sprechen gebracht hat. Ich glaube, selbst bei so einem Weltstar wie Wolfgang Petersen, dass man es schafft, indem man ihm zeigt, dass man ihn respektiert. Also das, was er, also zumindest für meine Generation von deutschen Regisseuren geschaffen hat und mir ja auch damit einen Weg gebahnt hat. Die Katze wäre nicht möglich gewesen mit George ohne einen solchen Riesenerfolg von einem wirklichen deutschen Actionfilm. Das kann man ja nicht anders sagen, was das Boot ist. Auch wenn vielleicht die Fernsehserie sogar noch besser war als der Spielfilm. Und ich denke, dass wenn man den Menschen für das, was sie erreicht haben, mit Respekt entgegentritt, dann kommt auch sofort irgendwie eine Bereitschaft zu reden. Und auch eine Bereitschaft darüber zu reden, was schwierig war und was sie durchsetzen mussten und was nicht so einfach ist und auch in Hollywood nicht so einfach ist, je nachdem. Wie sind Sie denn an die rangetreten? Also war von vornherein klar, was das für ein Format ist, was das Ziel dahinter ist, oder war das am Anfang vielleicht auch erstmal so eine breite Recherche? War vielleicht noch gar nicht klar, bloß weil wir das Interview führen, heißt das noch lange nicht, das landet jetzt auch im Film? Doch, ich finde, das muss man sich schon vorher überlegen. Man kann nicht irgendwie einem Interviewpartner gegenübertreten und dann nicht garantieren, dass da auch das nicht, also ein essentieller Teil, weil man wählt sie ja auch auf das hin aus, wofür sie stehen. Also bei Lemke ist es ja beim zweiten Teil, ich weiß jetzt nicht, ich kenne ja diese 90-Minuten-Fassung nicht, aber ich weiß, dass was in Berlin gezeigt wurde, war bei Lemke wirklich, obwohl er im ersten Teil schon mal vorkam, eine Art von fast Regieseminar. Also wie da jemand erklärt, wie er das macht und wie er tickt und was für ihn das Wichtige ist, auch wo das Leben dann eine andere Wendung auch genommen hat und wo er als Regisseur dachte, ich weiß nicht, ob das, ich hoffe, es ist drin, wenn er sagt, dass er braucht. Er braucht immer Leute in den Hauptrollen, die sind besser als er, die sind stärker als er. Und das finde ich eine unglaublich gute, in einem kurzen Satz, eine Erkenntnis. Ja, die könnten sich wirklich heutige Regisseure alle wirklich zu Hause in die Küche schreiben, an die Wand. In seinem neuen Film spielt er übrigens selbst die Hauptrolle. Ja, dann ist er inzwischen besser als er, sozusagen. Ja. Nee, aber es gibt, und der Günther Schütter hat ja dann auch mal gesagt, der Drehbuchautor, gesagt, das hing natürlich damit zusammen, dass Regisseure dazu neigen, Männer zu besetzen, die nicht so toll sind wie sie, liegt darin, dass sie sich in die Hauptdarstellerin verliebt haben und nicht wollen, dass noch ein anderer attraktiver Mann am Drehort ist. Das ist alles nicht so falsch. Das klingt mal wieder sehr nach niedrigen Instinkten, aber so läuft es nun mal. That's film business. Ja. Nein, was ich auch noch spannend finde, ist, es war ja mit Sicherheit eine sehr bewusste Entscheidung, dass Sie diesen Off-Kommentar sprechen. Das ist ein Essay-Film und ich kannte das ehrlich gesagt in dieser Form, auch in dieser Drastik, vielleicht von Werner Herzog, der dann dazu spricht, der seine eigene Meinung erzählt und uns teilweise auch ja, bis hin zu skurrilen Dingen dann als These in den Raum stellt. War das Absicht, da auch wirklich so eine starke Position zu beziehen? Weil, ja, das ist ja schon, ein Statement oftmals, was dieser von sich geht. Ich hatte das Gefühl, ich bin eigentlich nur der Konferencier gewissermaßen, der so die einzelnen Vektoren, die da durch die deutsche Filmgeschichte zischen, wie so Blitze am Himmel, der die irgendwie versucht zusammenzufassen oder dem Zuschauer so ein Gefühl gibt von einem Nachthimmel, an dem eben solche Dinge wie Kometen aufgetaucht und wieder verschwunden sind und da den Blick drauf zu lenken. Also das Statement dahinter ist ja eigentlich nur, wie soll ich sagen, dass es in Deutschland eine Möglichkeit gibt oder auch gab natürlich, aber bei den letzten Fällen dann eben bei Achim Bornhack und bei Niki Müllerschön sieht man, es ist ja immer noch da. Es gibt die Möglichkeit, mit Schauspielern physisch zu arbeiten, eine Energetik irgendwie in die Filme reinzukriegen. Die hat dann oft was mit Gewalt zu tun. Ja, also das sagt der Niki Müllerschön jetzt, weil ich das jetzt gerade nochmal gehört habe, als ich reinkam, noch eigentlich sehr schön. Also dass wir wirklich ein Problem haben mit uns. Wir haben ein so schwerwiegendes Problem und das zieht sich seit dem Zweiten Weltkrieg bis hierhin. Das war ja auch der Versuch, diese Körpergeschichte zu erzählen. Mein Vater im ersten Teil, mein Vater dann nochmal im zweiten Teil gewissermaßen, um den gewissermaßen zusammenzukriegen mit der Möglichkeit in Deutschland aus dem Großtrauma Zweiter Weltkrieg, aber auch wieder einen Genrefilm machen zu können mit Vampirismus oder irgendwie so. Das heißt, es ist immer alles möglich. Man muss es nur halt wollen. Mhm.
Aber wenn die primäre Frage der Regisseure natürlich ist, wie überzeuge ich die Fernsehredakteurin, dann wird nicht so wahnsinnig viel mehr weitergehen in dieser Richtung. Dann ist der Film nur dazu da, zu sagen, das gab's mal und ich weiß nicht, der Jürgen Goslar, ist der drin, diese Afrika-Geschichte? Da kann man wirklich nur sagen, das gab's mal, das hatte ein großes Maß an Unverschämtheit und Selbstermächtigung gewissermaßen. Das ist auch an Stellen dann auch natürlich immer grenzwertig, wie der ganze Genre- und Horrorfilm immer grenzwertig ist. Da kommt man mit den üblichen Rastern der Political Correctness manchmal nicht mehr besonders viel weiter, aber es gab es mal. Und dann war halt das schon Grund genug, die Filme zu machen. Es ist keine unbedingte Aufforderung, Leute, greift zum Gewehr und ändert die Verhältnisse. Das ist einfach nur, was da steht, ist einfach nur ein Stolz auf die Tradition, auf die ich mich zum Beispiel berufen konnte. Der Ängste ist da der Petersen gewissermaßen, der in der Bavaria, in der ich ja dann auch gearbeitet habe, in den 80ern sozusagen den Weg frei gemacht hat. Aber natürlich sind dann so eben so seltsame Gestalten wie Jürgen Goslar und Konsorten natürlich auch die, auf denen man damals was aufbauen konnte. Bevor wir auf das noch weiter eingehen, finde ich es ganz interessant, was für eine Rahmung Sie quasi gewählt haben. Denn es ist schon im Aktuellen. Sie fangen an mit diesem eindrucksvollen Statement bei Verfluchte Liebe, deutsche Filme. Ich denke, viele haben es gesehen auch. Der deutsche Film ist tot. Und dann kommt eine Reihe von Adjektiven, warum er tot ist. Und das geht jetzt bis zum Ende, wo dann diese Frage im Raum steht. Was ist bloß los mit dir, Deutschland? So. Wie würden Sie nach diesen 3 Stunden, die jetzt hier quasi gelaufen sind, diese Frage, die Sie am Anfang diese Aussage, die Sie gestellt haben, der deutsche Film ist tot, bleiben Sie dabei oder war das eine Ausgangsthese? Sie sind Teil des deutschen Films. Ja, eben. Das ist natürlich eine Provokation. Das ist inspiriert von den sehr bösartigen Lemke Zitaten, die der spätestens, wo war das, wo er irgendwie seinen Hintern entblößt hat in Berlinale 2012, glaube ich. 12 oder 13. Gegen Kosslick. Was als Verzweiflungstat, weil man ihn nicht genommen hat, im Wettbewerb oder im Forum oder wo auch immer er hin wollte, natürlich schon irgendwie ein Akt war. Also da merkt man, dass da einer. Am roten Teppich, muss man dazu sagen. Ja. Es ist aber de facto so, dass man natürlich als Zeitgenosse, also der ist dann schon nochmal 15 Jahre älter als ich oder gute 10 Jahre mindestens, dass man das Gefühl hat, da kämpft einer um sein Leben, weil er eine bestimmte und er repräsentiert eine bestimmte Art von Filme machen, die gewissermaßen von den Funktionären, die heute das Sagen haben, irgendwie so in die Ecke, ja, alles klar, gut, du hast deine Zeit gehabt, lass mal. De facto kommt er aber in bestimmten Momenten dann wirklich, er war ja auch hier, glaube ich, im Filmmuseum, genau. Jugendlicher rüber als die ganze Blase, die jetzt aus den Filmhochschulen hier irgendwie in die Branche kommt. Und das gibt mir schon echt zu denken. Also da muss ich wirklich sagen, dass da ist irgendwie die Frage, ist tot, dann ist tot irgendwie nicht, dass die Leute tot sind, sondern dass sie halt dass sie Totgeburten präsentieren oder zur Welt bringen wollen, weil sie denken, nur mit solchen Totgeburten oder also brutaler als der Günther Schütter am Schluss, kann man es ja nicht sagen. Themenfilm, hässliche Mutter, hässliche Tochter, guter Film. Also das ist ja wirklich. Ja. Das ist eine harte Aussage, das möchte ich jetzt auch mir nicht zu eigen machen in der Radikalität, aber es ist ja auch nicht so, dass man als Regisseur hinter jeder Aussage steckt, die da im Film getan wird. Es ist eine als würde man mit einem großen Rechen durch die noch verbliebene Filmindustrie laufen und das sozusagen zusammenkehren, was da auch an Zorn teilweise da ist und was sich dann aber schon auch sehr pointiert artikuliert. Also im nächsten Satz sagt er ja, da ist ein Über-Ich sozusagen. Und das waren auch die 2 Dinge, die mich für den zweiten Teil am meisten interessiert haben. Das Unterbewusstsein und das Über-Ich. Die Aussage, weiß jetzt auch nicht mehr, ob das noch drin ist, also die Aussage, die ich kolportiert habe von der Mutter einer Freundin, die angesprochen wurde, wie sie eigentlich im Zweiten Weltkrieg, also die Mutter, das überhaupt irgendwie war drin. Okay, gut. Dieses Unterbewusstsein, die Behauptung, es gab kein Unterbewusstsein. Und auf der anderen Seite dieses Gefühl von jetzt irgendwie, wir sind alle vom Über-Ich regiert, die zeigt genau das Vakuum, finde ich, in dem der deutsche Film irgendwie steckt. Dass man
sich zu dem Unterbewusstsein gar nicht anzunähern traut, also das dann ist wieder das Unbehagen an der Kultur. Man geht nicht in die tiefsten Tiefen, man geht nicht auch in tierische, blutige, schlimme Momente, wie man sie hier in der Ausstellung hier, die jetzt gerade läuft, großartig in der Filmgeschichte so präsentiert bekommt, dass man eigentlich das Gefühl hat, das ganze franzige Filmgeschichte besteht nur aus Blut irgendwie Ritualen. Toll. Gehen Sie in Rot. Ehrlich, ja, ehrlich gesagt, war, ja, wirklich. Also weil dann man sieht dann für einen Moment lang plötzlich in dem Zentrum, wo diese Dinge da vorgeführt werden. Ehrlich gesagt war das in meiner Generation der Grund, warum ich ins Kino gegangen bin. Nicht, weil ich irgendwie belehrt werden wollte oder weil ich irgendwie moralische Aufrüstung für die schwierige Weltlage irgendwie bekommen wollte, sondern weil ich mich gefreut habe an Exzessen, an Orgien, an mehr Gewalt als Blut. Es gibt dann auch immer so eine Grenze, also wo ich dann denke, das ist jetzt dann überschritten, ist auch ganz egal. Aber wenn man nochmal sieht, wie Arnold Schwarzenegger sich selbst operiert als Terminator und dann so diese Dinger da unten durch, ne, diese Stäbe durchgehen, dann weiß man, warum man das Kino liebt. Man liebt es natürlich auch aus ganz anderen Gründen. Aber diese Punkte sind dem deutschen Film auf dem Weg bis heute komplett abhanden gekommen. Komplett. Die sind einfach nicht mehr da. Das kann man alles da oben beobachten in der Ausstellung. Und wir haben versucht, es so, dass Sie das hier beobachten können, was im deutschen Film mal möglich war, gewissermaßen. Der Film ist eigentlich ein Ding, das irgendwie ruft, oder wie hat Ozu das so schön gesagt, wir sind alle verschleierte Frauen, die unter einer Brücke stehen und winken. Schöner kann man es nicht sagen. Das ist noch die nette Variante. Sehr schön. Sie haben gerade gesagt, Sie sind der Konferencier gewesen bei diesen Filmen. Ja. Sie stehen auch nicht hinter jedem Zitat. Ich habe jetzt mir mal 5 Zitate rausgenommen und würde Sie jetzt gerne konfrontieren damit. Und einfach, was Sie dazu denken, weil Sie sich im Film nicht dazu geäußert haben. Aber ich finde das ganz interessant und es ist vielleicht befruchtend für die weitere Diskussion. Als erstes würde ich Peter Bringmann gerne zitieren. Du kannst einen guten Unterhaltungsfilm machen, aber dann musst du erfolgreich sein. Der Autorenfilm hingegen kann gut sein, muss aber nicht erfolgreich sein. Ja, da sind wir bei dem, was wir vorhin schon, das hat er eigentlich noch mehr auf den Punkt gebracht, als mir das gelungen ist vorhin, die Antwort auf die Frage nach der Kommerzialität. Wenn man einen minderwertigen, schlechten Film machen will, und das ist ja in Deutschland ein Unterhaltungsfilm, dann muss der aber zumindest erfolgreich sein. Sonst hat er sein Daseinsrecht verwirkt gewissermaßen. Oder so wie Wolli Bülth sagt, irgendwie hat seine Biografie überhaupt jetzt irgendwie damit gerechtfertigt, dass er mit diesen letzten Videofilmen, die er jetzt gemacht hat, kam jetzt übrigens nochmal ein Film von ihm, immerhin, ich bin Gott froh. Aber er dachte da ja schon, er ist zu Ende und hatte aber das Gefühl, und die sind auch noch weltweit verkauft worden, diese Penetration Angst und die Nachfolger, großartig, hab's nochmal geschafft gewissermaßen. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist eben die, wenn du Autorenfilmer bist, dann musst du nicht erfolgreich sein, oder was? Oder dann, kann gut sein, muss aber nicht erfolgreich sein. Ja, dann hast du sozusagen die Aufgabe, gewissermaßen den ideellen Wert, ideell-kulturellen Wert des Kinogehens gerechtfertigt zu haben, der kann aber auch nur vor 5 Leuten stattfinden. Jetzt gibt es natürlich aber auch ganz andere dazwischen Sachen. Also ich bin überzeugt, wenn Wolfgang Bülth erzählt, dass er so gerne ins Bahnhofskino gegangen ist, dass da auch manchmal nur 5 Leute saßen, obwohl von Kannibalen zerfleischt lief, was ja eigentlich durchaus irgendwie einen gewissen Winkruf irgendwie an den Zuschauer hat. Hat sich dann aber wohl, vielleicht weil es auch ein Bahnhofskino war und alle schon auf dem nächsten Zug waren, manchmal nicht so richtig durchgesetzt. Also es gibt da Mischformen dieser Aussage, die das Kino, aber wenn man die anguckt, dann die zeigen ja genau das Kino in seiner ganzen Bandbreite. Es gibt wahnsinnig kommerzielle Filme, die überhaupt nur vor 2 Zuschauern stattfinden. Und es gibt unglaublich unkommerzielle, manchmal dämliche, aber manchmal auch wunderschöne Filme, formalistische Filme. In der Nouvelle Vague, was weiß ich, vorhin haben wir über Out One gesprochen von Rivette, 4 Stunden, 5 Minuten oder so. Das hatte natürlich jetzt nicht den ganz großen Zuschauerstrom, ist aber ein wunderschönes Kunstwerk in sich und hat genauso eine Daseinsberechtigung wie die zerfleischten Kannibalen. Das muss man sich immer vor Augen führen. Aber eine Filmindustrie, die per se sagt, das, was er hier sagt,
wenn wir Unterhaltungsfilme machen, gell, dann muss das aber auch eben erfolgreich sein. Und die anderen, die was Wertvolles erzählen, die dürfen natürlich dann auch mal nicht erfolgreich sein. Und das ist eigentlich das Einzige auf diesem, das ist ja ein ganz dünner Pfad im Grunde. Der beschreibt ja die ganzen wahnsinnig tollen Nebenwege gar nicht. Die kommen da gar nicht vor. Wenn das der einzige Weg ist, dann sind wir einfach, haben wir das Kino verfehlt. Also dann lieben wir auch das Kino eigentlich nicht. Das ist im Grunde das Schlimmste, was in diesem Satz steht. Weil wir uns nicht davon überraschen lassen, weil wir uns nicht davon überzeugen lassen, völlig egal, ob es jetzt ein Unterhaltungsfilm sein möchte oder ob es ein ganz großartiger Arthouse-Kunstfilm. Allein der Begriff Arthouse, das war schon die Einleitung der Extremkatastrophe. Woher kommt der eigentlich? Ja, es müssen halt dann irgendwann immer neue Schubladen gebildet werden, damit der Zuschauer weiß, das ist für mich und das ist nicht für mich. Und diese Formen, gerade bei Arthouse, das glaube ich in den 80er Jahren irgendwie entstanden, das hat einfach für ein bestimmtes Publikum funktioniert und dann sind die auch in die anderen Filme gar nicht mehr gegangen. Mhm. Nur im Augenblick funktioniert weder Arthouse noch das große Kino. Also das hat sich dann auch nicht wirklich auf Dauer bewährt. Zitat Nummer 2 von Rainer Knepperges. Mit der Einführung von Filmförderung haben die Oberhausener dafür gesorgt, dass so etwas wie Zensur verinnerlicht wurde. Ja, das ist das Über-Ich, was der Schütter sagt. Und Zensur durch Filmförderung? Ja, Leute, ich meine, da muss man halt mal drüber reden. Wie heißt der wunderbare Horrorfilmer, Robert Siegel, wenn der sagt irgendwie, wir müssen sozusagen immer einen Fernsehsender dabei haben, vom ersten Moment an. Das heißt, wir müssen Filme ab 12 machen. Diese Filme müssen nämlich um 20.15 Uhr sendbar sein, bei denen sich die Fernsehsender beteiligen. De facto ist es aber so, wenn diese Filme ab 12 dann fertig sind und selbst wenn sie einen großen Erfolg haben, wie zum Beispiel Hanami, Kirschblüten von der Doris Dörrie, werden sie trotzdem nicht um 20.15 Uhr gesendet, sondern sie werden erst um 23 Uhr gesendet. Und das sind so merkwürdige irgendwie... Ich habe das Gefühl, dass das Fernsehen eine geradezu neurotische Hassliebe zum Kino entwickelt hat. Sie müssen sich beteiligen, aber sie wissen eigentlich gar nicht, wohin damit. Da werden dann so Dinge erfunden wie Sommerkino. Ja? Okay, Sommerkino. Midnight Movies. Und da kommen die dann alle rein, die Dinge, die irgendwie, egal ob sie irgendwie eine Chance haben, ein Riesenpublikum vielleicht um 20.15 Uhr zu haben. Ich meine, Hannelore Elsner und Elmar Wepper, was will man mehr um 20.15 Uhr? Nein. Das Fernsehen kann sich nicht dazu durchringen, das ist ja ein Kinofilm und ein Kinofilm ist ja irgendwie kontra, also immer eine Gefahr, dass man da das Publikum verliert. Quoten unträchtig, ganz seltsame Nummer. Aber diese Mentalität regiert die Förderung. Also in dieser Schizophrenie werden sozusagen Dinge beurteilt, ob sie förderungswürdig sind oder nicht. Das ist also ein Wahnsinn, ich weiß nicht, ob das irgendwo in der Welt uns jemand nachmacht. Zitat Nummer 3 passt da wunderbar dazu. Bernd Eichinger. Als Kinomacher ist das Fernsehen unser Feind. Das ist ein Werbespruch, weil er sehr viel mit dem Fernsehen zusammengearbeitet hat. Ja. Das ist ein, das weiß ich, weil ich ein paar Finanzierungen eng miterlebt habe bei ihm und die waren wirklich jedes Mal exzessiv. Also es wirklich wie die Art und Weise, wie der zum Beispiel die Finanzierung von wie hieß der Umberg, so Echo, Name der Rose. Name der Rose, ja. Unfassbar, bis zum letzten Moment, dann hat er am Ende noch irgendwie, ist er mit dem Flugzeug, da waren die schon mittendrin, die ganzen Bauten schon gemacht da in der Toskana, dann kam er mit der Finanzierungszusage von Japan, die bezog sich auf die unendliche Geschichte natürlich irgendwie, da hatte er nochmal Geld und ist quasi ohnmächtig den Leuten in die Arme gefallen, also jetzt ist der Film finanziert. Wäre das nicht so gewesen, das ist das, was der wunderbare Herr Schöner immer sagt, wir waren alle Hasardeure. Aber es ist ein Werbespruch. Okay. Man hat sehr viel mit Sat.1 und so kooperiert. Daran anknüpfend passt ganz gut Roland Klick auch. Wir hatten ja vorhin genau, das war die Schwelle, als Kinder vom Bahnhof Zoo eben auseinanderging, die Zusammenarbeit zwischen Klick und Eichinger, für die es nicht gesehen haben. Klick sagt, wenn du nicht selber produzierst, hast du das Ganze nicht mehr in der Hand bei der Regie. Ja, das fand ich auch immer an dieser mir oder meiner Generation vorausgehenden Generation schon erstaunlich, dass die sich alle auf dieses Abenteuer Produzent sein eingelassen haben. Und sie ist nie gereizt? Nee,
aber nur, weil ich zu feige bin, ehrlich gesagt. Und ich habe aus nächster Nähe diesen Zusammenbruch von der Tura-Film von Peter Brinkmann miterlebt und das war kein Spaß. Also das war wirklich furchtbar. Ich denke, dass das haben ja auch die Nouvelle Wagler gemacht, das haben auch die New Hollywood-Regisseure gemacht, die irgendwann merken, sie kommen mit den großen Studios nicht richtig zurecht. Ich denke, dass jede wirklich interessante und auch Geschichte schreibende Generation von Filmregisseuren und Filmautoren eigentlich ihre eigenen Firmen gründet. Das haben die Autorenfirma auch gemacht. Das ist meiner Generation nicht gelungen. Also da, deshalb sind wir wahrscheinlich auch nicht so bedeutend, aber wir haben zumindest irgendwie gesehen, wie es die anderen gemacht haben, haben sie alle untergehen sehen, wie die Kegel irgendwie so bups mit einem Schlag weggeräumt werden. Aber sie haben es immerhin hingekriegt. Sie wollten sozusagen die Mittel in der Hand haben. Das war ja immer so der Spruch. Wir müssen die Mittel bestimmen. Ein Dietrich Brüggemann, der unter anderem Silbernen Bären gewonnen hat für Kreuzweg, hat gesagt, er sehnt sich eigentlich zurück nach diesen Zeiten von einem Atze Brauner, wo ein mächtiger Mann da sitzt mit einer Zigarre und Daumen hoch, Daumen runter sagt und ab übermorgen kannst du drehen. So, Der sagt aber manchmal eben nicht, ab übermorgen kannst du drehen. Ja, ja, aber das Geld ging zumindest relativ schnell. Dreht jemand anders. Ja, oder so. Aber er hat gesagt, er sehnt sich nach quasi dem einen Arschloch gegenüber den 12 Funktionären. Das war seine Wortwahl, glaube ich. Ja. Naja, es ist natürlich durch dieses Über-Ich, das da eingezogen ist, ist natürlich eine sehr wie soll man sagen, man sitzt irgendwie das ist wie so ein bisschen in so einem Horrorfilm. Also man sitzt jetzt bildlich gesprochen einer Enklave irgendwie gegenüber von Leuten, die eigentlich selber auch nicht wissen, was sie wollen sollen, aber irgendwie doch einen Auftrag haben, bestimmte Dinge auf jeden Fall nicht wollen zu sollen. Der Knepperkes hat es im ersten Teil mal in genau dieser absolut konjunktivischen Irrsinn irgendwie ausgedrückt, dass man ja den Eindruck hat, die machen das ja alles nicht absichtlich so scheiße, wie das ist. Aber sie müssen irgendwie doch bestimmte Dinge ausgrenzen, andere Dinge müssen sie machen, weil sie kommen nicht drum rum. Und dann kommt es irgendwie eben dazu, dass man so Anträge stellt, wo man dann irgendwie das so versucht auszudrücken, dass die vielleicht sich davon angezogen fühlen. Und das ist natürlich ein weiches Kissen, in das man, wenn man das als Gegner nehmen würde, dann, du triffst den gar nicht, weil alle irgendwie ausweichen und sagen, ja, also ich, wenn es nach mir ginge und so. Und natürlich ist der eine Produzent dann, Atze Brauner, hat der mal Zigarren geraucht, ja. was? Nein. Nee, gell. Aber anyway, wir wissen ja, was gemeint ist. Der eine Produzent ist natürlich schon ein Gegner. Ich habe auch große Produzenten noch erleben können, also eben Eichinger und Rohrbach vor allem. Und das waren schon Gegner, das kann man nicht anders sagen. Das ist dann auch wirklich ein Sparring, irgendwie, was da stattfindet. Und im Vergleich zu heute, also was war besser? Dass er, wenn er die Dinge dann akzeptiert hat, dann hat er auch das Geld hergekriegt. Und jetzt setzt du dich mit Leuten auseinander, die dir das ganze Drehbuch säbeln. Und wenn man sich dann aber irgendwie nach langer Diskussion geeinigt hat, ist immer noch nicht klar, ob der Film finanziert wird. Da hat der Brüggemann recht. Weil in dem Moment, wo der Rohrbach dann irgendwie einverstanden war mit dem Bazarhandel von Szenen, Dramaturgien und was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist in dem Film, und es war klar, das ist jetzt das Buch, dann kam auch also bei den Siegern zu wenige, aber bei der Katze wirklich eine Finanzierung, die dann auch stimmte. Das gibt es nicht mehr. Ihre Filme von 1988 und 94. Genau. Ja, das fünfte Zitat, muss ich fairerweise vorher sagen, ist nicht aus den Filmen, sondern quasi aus einem Film, den ich als Geschwisterfilm ansehen würde, Zeigen, was man liebt. Ein Film von einem Hamburger Regietrio über die Münchner Gruppe. Und da spielen Sie auch eine zentrale Rolle. Also Sie kommen immer wieder zu Wort. Ich habe den nie gesehen. Ich habe ihn sehen dürfen. Und da sagen Sie diesen wunderbaren Satz: Wir sind jetzt genau die Altbranche, die 1961 von den Oberhausenern abgelöst werden musste. Ja, das stimmt natürlich. Also wir sind, vom Alter her sind wir auf jeden Fall die Altbranche, weil wir gehen jetzt sozusagen in Rente. Ach ja, ein Lemke ist doch immer noch dabei. Ja, ja. Das ist verlängerte Rente. Oder wenn, ich weiß ja, da gibt es ja irgendeine so Bezeichnung, wenn einer seinen Beruf... eigentlich müssten wir weggeräumt werden.
so wie die anderen Generationen vor uns auch weggeräumt wurden. Aber irgendwie hat sich das verschoben. Ich glaube, deswegen habe ich das auch erwähnt, weil man den Eindruck hat, dass mit dem Alt und Jung, das stimmt nicht mehr so richtig, so wie man das früher so klar vor Augen hatte. Was ist denn falsch mit dieser jungen Generation? Woran liegt das? Ich habe mich schon mal gefragt, früher gab es immer wieder diese Entwicklung hin zu irgendwelchen Gruppen. Ja, man hat sich zusammengeschlossen, man hat gemeinsam über Filme diskutiert, hat die zusammen zelebriert, Filme auch zusammen gedreht. Heute habe ich das Gefühl, das ist eine Welt voller Einzelkämpfer, die nichts mehr mit dem anderen zu tun hat. Jeder ist quasi vor allen Dingen Konkurrent. So, auf den Festivals wird dann irgendwie heile Welt gespielt, vielleicht ein bisschen. Aber eigentlich muss jeder um jeden Cent so ringen. Also was die Macher betrifft, ist natürlich das Fatale, ist, dass das, was alle in dieser Generation vorher zusammengebunden hat, war das Cineastentum, also die absolute Liebe zum Kino. Und das ist verloren gegangen. Die heutigen Filmstudenten wissen teilweise, nur ganz wenige haben noch eine Beziehung zur Filmgeschichte und haben Beziehung dazu, was Kino sein kann, soll. Und das macht sie aber auch so angreifbar. Das macht sie so zu diesen Einzelkämpfern, weil sie keinen Bezug haben, worauf sie alle hinaus wollen. Jeder auf eine verschiedene Weise. Also nimm die Nouvelle Vague oder so, dann hast du natürlich 10 völlig verschiedene Charaktere, die sich am Ende auch ganz schrecklich zerstritten haben. Also Godard, Truffaut beispielsweise. Wie alle Gruppen. Wie meistens, ja, aber da war es wirklich also ein katastrophaler irgendwie. Egal. Aber der Ausgangspunkt, von dem man ausgeht, was man machen will, wo man sitzt und sich miteinander überlegt, wieso sind diese Filme so gut und wie kriegt man das hin auf eine moderne Weise, auf unsere Weise, der fehlt sozusagen. Also das, worauf sich alle einigen können, und das war die Filmgeschichte, mal die, mal eine andere. Also bei der Nouvelle Vague war es eine sehr dezidierte Haltung, eben zum Auteur, wie das so schön hieß. Allein der Satz irgendwie, ein schlechterer Film von einem guten Regisseur ist auf jeden Fall noch immer ein besserer Film als ein Film von einem schlechten Regisseur. Das bezeichnet sozusagen, das ist eigentlich die Glaubensbekenntnis des Cineastentums, dass man sagt, es kommt auf die Macher an. Und wenn der Macher interessant ist, dann ist selbst sein größter Irrtum spannend. Wenn der Macher aber grundsätzlich uninteressant ist und sowieso nur kommerziell unterwegs und ein totaler Flachwichser, würde man auf der Reeperbahn sagen. Ja, genau. Dann ist es auch scheißegal, wenn er mal irgendwie einen Korn findet und einen Erfolg macht oder sogar einen Film, der einen sogar ein bisschen beeindruckt. Aber man merkt, in seinem Inneren ist dann trotzdem die Substanz, die eben den nach der Nouvelle Vague-Ideologie den Macher auszeichnet, also Hitchcock oder so, die ist nicht vorhanden. Und diese Einigkeit, wenn man darüber eine Einigkeit erzielen könnte, dann würden natürlich auch jüngere Regisseure sich auf eine andere Weise zusammenschließen können und sagen, das gilt. Es gibt Gesetze, die gelten. Es gibt Dinge, die funktionieren nicht und die werden auch nicht funktionieren. Oder sie sind Verrat am Kino. Das war damals auch irgendwie so ein Wort. Und ich glaube, das mag jetzt irgendwie schlicht klingen im bestimmten Sinn, aber dass irgendeine Art von Ideologie ist jetzt ein zu starkes Wort, aber dass irgendeine Art von Thesencharakter dessen, was man machen will, jeder Generation, so ähnlich wie Eckhard Schmidt das sagt, dass er sagt, ich wünsche mir, dass junge Leute kommen und die sagen, was sie machen wollen. Sagt doch mal, was ihr machen wollt. Wie soll das denn aussehen? Was sind das für Filme? Okay, ihr sagt, ihr wollt improvisieren, na dann macht doch. Ist noch immer nicht gesagt, dass damit gute Filme rauskommen, aber tut es wenigstens. Ja? Und ich glaube, diese Haltung, dass die Einforderung, die da von den alten Säcken dann gewissermaßen auf die Jungen runterkommt, die ist so in dieser Richtung, im Sinn von artikuliert euch und klebt nicht irgendwie den Fernsehredakteuren am Knie, sondern macht was, aber zeigt, was ihr wollt. Sie waren vor einem oder zwei Jahren auch bei der Genrenale zum Beispiel dabei, um wieder zum Genre zurückzukommen der jungen Generation. Das ist ein Festival parallel zur Berlinale, die in ihrem Trailer damit werben, dass da einem animierten Bären mit der Kettensäge der Kopf abgetrennt wird zum Beispiel. Also die haben sich zu einer Gruppierung zusammengeschlossen, neuer deutscher Genrefilm. Ist das schon so was Sie sich jetzt gerade, was Sie gerade beschrieben haben? Ist das so ein Anfang, so ein Auftakt? Die haben ja gesagt, wir wollen wieder mehr Genre machen. Ja, schon irgendwie in einer gewissen Weise. Ich weiß nicht, wie die dann wieder zueinander finden oder so. Es ist ja dann auch kein langer Kontakt untereinander geblieben gewissermaßen.
Man darf ja auch nicht vergessen, wie viel unglaublich gute Redakteure es im deutschen Fernsehen gibt, die einfach, also weil die immer jetzt so das Fernsehen sind nicht die Redakteure. Leider, es wäre gut, wenn sie es wären, aber es gibt diese ganze verfluchte Hierarchie oben drüber, die manchmal zum Wahnsinn treibt. Ja. Also das, was sie wollen, kriegen sie dann am Ende nicht durch, sondern irgendwie nur die Hälfte davon. Das ist alles sehr kompliziert. Ich glaube schon, dass sowas ein guter Weg ist. Aber dieses Cineastentum, von dem ich eben gesprochen habe, diese Zusammengehörigkeit, die sehe ich eigentlich am meisten in Deutschland inzwischen auch nicht mehr auf Filmhochschulen, sondern in den Blogs. Also eben so Blogs wie Eskalierende Träume oder so, wo man das Gefühl hat, in der Filmkritik, die aber nicht in der Zeitung mehr stattfindet, sondern eben außerhalb. Und da spüre ich eine Zusammengehörigkeit, eine Ähnlichkeit im Wollen von jungen Leuten, die sich alle anders ausdrücken und sich auch manchmal total streiten können über einen Film. Wieso findest du den gut? Das findet dann auch irgendwie in dem Blog so statt. Und haben aber, ich finde, die gucken gut. Also die gucken auf heutige Filme und auch auf alte Filme. Die sind das nicht, wenn man deren Altersgenossen in der Filmhochschule fragen würde, ob sie diese Filme gesehen haben, die diese Blog-Leute gesehen haben, dann würden die wüssten gar nicht, wovon die Rede ist. Das ist eine sehr merkwürdige Sache, dass in der Filmhochschule sozusagen die völlige Befremdung der Filmgeschichte gegenüber passiert. Vielleicht wird sie nicht gut gelehrt oder sie haben kein Eindocken reingefunden, wie es diese schöne Ausstellung sein könnte. Und dass auf der anderen Seite dann in den Blogs aber irgendwie Leute gibt, die sind genauso alt und die haben das Kino genauso, wie man das früher bei der Nouvelle Vague gemacht hat, irgendwie mit beiden Händen gefressen, einen Film nach dem anderen. Und haben sich daraus ein Katalog, quasi ein Kriteriumskatalog zurechtgelegt, der heißt, das ist scheiße, das finde ich gut. Und ich glaube schon, dass das eine wesentlich kinogerechtere Debatte ist, als alles, was in den Filmhochschulen stattfindet und was auch in der deutschen Filmkritik inzwischen stattfindet. Und das geht ja auch quasi über die Filmhochschüler hinaus. Da sind wir ja ganz schnell beim Publikum insgesamt. Worauf lässt man sich überhaupt noch ein? Was nimmt man überhaupt wahr? Ich meine, es starten im Jahr 250 deutsche Filme im Kino, also 5 pro Woche. Wer beschäftigt sich so intensiv damit, dass er überhaupt noch für sich rausfinden kann, was sind die Filme, die mich interessieren könnten? Das kommt ja alles zusammen. Und woher kommt die Filmbildung, wenn Filme nicht mehr zugänglich sind, weitgehend? Also im Fernsehen kommen sie jedenfalls zu spät oder gar nicht. Das stimmt. Auf der anderen Seite gibt es natürlich, also so wie Lemke sagt, ich mache meine Filme nur für mich. Das ist ja doch eine irgendwie empörende Aussage. Ja. Aber es gab in den 2000, ich glaube 2008 wurde in der Pariser U-Bahn ein unterirdisches Kino entdeckt, weil die da irgendwelche Wände eingebrochen haben, in dem eine Gruppe, die nannte sich Les Mexicains de Perforation, Filme gezeigt haben, die ihnen gefallen haben. Ja, und das quasi unter größtmöglicher Ausschluss der Öffentlichkeit. Also es gab eine Haltung dahinter, die sagt, Publikum zerstört die Filme. Wir müssen die ganz für uns haben und für uns sehen. Und auch das ist ein Teil von Kinoliebe und auch das ist ein Teil von Cineastentum im Sinn, dass man Filme beschützen muss, zum Beispiel vor dem Publikum. Ich erinnere mich, als Sie in Ludwigshafen Die geliebten Schwestern gezeigt haben und da 1200 Menschen in diesem Zelt gesehen haben, da waren Sie also sehr begeistert. Ohne Publikum, das kann ich mir da nicht vorstellen. Weiß ich nicht. Ich glaube, es gilt beides. Wenn diese 1200 Leute nicht randalieren und es schön finden, dann bin ich natürlich zufrieden. Aber man kann es auch mit 20 Leuten gucken, ist auch toll. Ja. Übrigens, by the way, in dem Zusammenhang auch in diesem Zeigen, was man liebt, Film, Olaf Möller, der unsere Locarno-Retrospektive kuratiert hatte, der sagt dann zum Beispiel, jeder sollte das Ziel haben, Klaus Lemke zu sein. Das finde ich auch als Statement, by the way. Ja. Ja. Wir tun unser Bestes. Da frage ich jetzt nicht nach, wie das geht. Nein, der Lemke ist natürlich ein Prinzip. Also Lemke ist wirklich, deshalb habe ich den auch in dem Film, wie gesagt, ich weiß nicht, wie viel davon übrig geblieben ist, aber sein System versucht so auszustellen, damit man davon lernen kann, wie offen und wie offen auch sich selbst gegenüber und auch selbstkritisch, das ist er ja wirklich, das ist ja keine Koketterie, er als Regisseur an die Sachen rangeht und trotzdem ist er der Auteur.
Ja, also ja. Er sagt zwar, er rennt seinen Lieblingsfiguren hinterher und die Cleo Kretschmer hat den wirklich zur Sau gemacht teilweise beim Drehen. Das war aber gerade richtig dafür, weil das will er ja auch, dass man ihn, nicht nur, dass er den Paulus tritt, sondern dass er als Regisseur auch selber getreten wird. Und ich denke, dass diese Energie, die aus diesem jetzt schon etwas älteren Herrn spricht, eigentlich auch überspringen könnte. Das ist einer der Gründe, warum ich das dann auch so ausführlich noch in dem Film gelassen habe als Inspirationsquelle. Ja, in Gesprächen hat er auch gesagt, er fordert ja eigentlich den wirklich radikalen Cut. Also ein Klaus Lemke sagt dann hier öffentlich, am liebsten hätte er TTIP und anschließend die Stunde Null in Sachen Filmindustrie. Ja, gut, das ist jetzt geradezu. Es passt gerade nicht mehr. Inferno. Ich weiß, Inferno nach Lemke sozusagen. Genau. Er will es nur miterleben auf jeden Fall. Ja. Ja. Internationales Denken wird hier auch angesprochen, dass das ja positiv wie negativ sein kann. Film sollte keine Grenzen kennen. Ist das ein Statement, das vielleicht eine Chance besteht, wenn man zurück zum Euro-Pudding, wie es früher genannt wurde, gehen würde? Sprich, man macht internationale Koproduktionen? Nein. Genau das ist der Punkt, der an dem von mir wirklich bewunderten Wolfgang Petersen dann auch schwierig ist, weil ich glaube nicht an internationales Filmemachen. Ich glaube, an Kulturkreise und an Bezugssysteme im Erzählen, die funktionieren, die in sich funktionieren, die bestimmte Leute dann auch verstehen, die andere noch nicht ganz verstehen, weil sie von außen kommen, aber sie trotzdem interessant finden. Und ich glaube auch an die Geschlossenheit von Kulturen, also dass die sich nicht in den Einflüssen gegenüber allem öffnen müssen, sondern dass sie gerade wie ein Biotop, also wie seltene Tierarten gewissermaßen, geschützt werden müssen. Nur muss man natürlich nicht sagen, das ist Französisch oder das ist Deutsch, sondern man muss es in seiner Faszination auch erkennen gewissermaßen. Aber es darf ruhig provinziell sein. Ja? Also die berühmte, ich habe neulich einen Aufsatz über Wolfgang Bild geschrieben und der erste Satz war, dass die Provinz ist unendlich groß und die globalisierte Welt ist unendlich klein. Das meine ich wirklich mental. Also ich glaube, dass in den Ewigkeiten von deutscher Provinz, die ich auch mit vielen Filmen irgendwie erzählen durfte, egal ob in Oberfranken, Unterfranken, NRW, in Thüringen nach der Wende und in sonst wo irgendwie, dass ich riesige Geschichten und riesige Landschaften, auch mentale, kulturelle Landschaften gefunden habe und dass ich eigentlich das, was als globalisierte Kultur klingt, total beschissen finde. Also klein, einfach klein, kleingeistig. Da würde ich gerne eben bei Petersen bleiben. Er hat ja letztes Jahr hier gedreht in Deutschland und hatte dann einen Monat, bevor Vier gegen die Bank gestartet ist, ein großes und viel beachtetes Interview in der Zeitschrift Kameramann gegeben und hat dort gesagt, dass er es geradezu fahrlässig findet, dass der Deutsche Filmförderfonds nur 50 Millionen Euro zur Verfügung stellt für internationale Produktionen, die dann in Deutschland drehen. Also zum Beispiel in Babelsberg, wo die wunderbarsten Straßenzüge Berlins stehen, die man sich vorstellen kann als Kulisse, nur da geht keiner mehr hin, weil es längst nicht mehr wettbewerbsfähig ist. Es ist ein Wettkampf des Geldes letzten Endes und dann gehen die Leute eben nach Rumänien und in andere günstigere Länder, wo zwar nicht so viel geboten wird, aber dafür es dann eben besser finanzierbar ist. Ist das was, was noch eine Rolle spielt bei dieser Argumentation, die Sie sagen? Wir haben eine nationale Filmproduktion, das ist ja dann auch ein deutscher Film gewesen, den er da machen wollte, natürlich mit amerikanischem Background irgendwie. Ich glaube, das wird sich erweisen jetzt auch an diesem Berlin-Babylon vom Tückwer, weil da ist ja wirklich nochmal eine neue Berliner Straße gebaut worden und eine wirklich große Investition. Zum ersten Mal eine Koproduktion zwischen den so oft irgendwie kritisierten öffentlich-rechtlichen Sendern, die aber damit Netflix eine unheimlich interessante Gemeinschaft gefunden haben. Über einen Teil die Geschichte erzählt über die Berliner 20er Jahre, eins der exportfähigen deutschen Geschichtssegmente gewissermaßen. Und man wird sehen, inwieweit das nach außen kommt. Dann haben diese Dinge auch eine Berechtigung, dass man so drüber redet. Also dass man sagt, irgendwie, dann macht eure scheiß Berliner Straße in Babelsberg doch ein bisschen billiger, dass wir nicht immer dann nach Bull. Aber man hat ja, das ist ja wie beim Billiglohnsektor. Also man hat ja gesehen in den letzten Jahrzehnten, wie die Filmindustrie erst nach in
die Tschechei wanderte und dann irgendwie nach Bulgarien, also wo Brian De Palma immerhin L.A. gedreht hat, ja, und dann weiter nach Rumänien und dann weiter nach und dann weiter und dann weiter. Mhm. Und irgendwann, dann kommen sie einmal rum und sind dann wieder da, wo sie angefangen haben. Aber der Punkt ist natürlich, dass die, wie wichtig ist es eben, diese Art von Wettbewerbsfähigkeit zu demonstrieren oder möglich zu machen für die Kultur, in der jetzt in dem Fall, also die Babelsberg halt stattfindet. Und das ist natürlich, das heißt, die Frage ist natürlich, warum denkt man dann immer an internationale Produktionen und es gibt so wenige deutsche Produktionen, die sich diese Facilities, die dieses große Studio zur Verfügung hat, eigentlich dann noch nehmen, weil wir zu wenig teure Filme machen. Also die Filme sind alle wahnsinnig klein und billig und werden immer segmentierter gewissermaßen. Und weil wir natürlich auch in den Stoffen nicht die Dinge machen, die für internationale Großproduktionen, Co-Produktionen, schreckliche Vorstellungen mit ausländischen Darstellern irgendwie in 5 verschiedenen Sprachen. Aber egal, es gibt ja Leute, die sowas wollen eigentlich. Wir machen es aber trotzdem nicht. Mhm. Und die Sprache natürlich. Deutsch, das ist nicht international. Ja, gut. Okay, aber man kann natürlich auch in 5 Sprachen einen Film drehen. Also der Schauspieler muss wissen, wann der Satz des anderen aufhört. Das ist spannend. Sie haben auch gleich die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Ich würde gerne noch eine Frage vielleicht in den Zusammenhang stellen, weil deutsche Filmemacher sind dafür bekannt, günstig zu drehen. Das ist die Chance für viele dann, oder für wenige nach Hollywood zu gehen. Christian Alwart, Stefan Rusowitzki als Österreich, das sind Leute, die sich dort durchgesetzt haben, die aber auch im Gespräch offen sagen. Übrigens alles Genre-Regisseure. Eben. Das ist erstaunlich, dass das Deutsche, also die erstaunlichen deutschen Genre-Regisseure, die übrigens auch teilweise in der Ausstellung oben vorkommen, also Tattoo, mhm. Dass die werden exportiert, ja. Die anderen nicht. Ja. Das ist doch eigentlich lustig. Die dürfen hier keine Filme mehr machen, aber dafür dürfen sie in Amerika mal ihre Genre können, was sie hier mit einem Billigprojekt eindrucksvoll unter Beweis gestellt haben. Mhm. Da drüben irgendwie zeigen. Das ist doch der Beleg, dass Sie recht haben. Ja, das ist so eine Fußnote zu all dem, was wir hier erzählen. Ja. Also, wenn Sie Fragen haben, dann geben Sie ein kurzes Zeichen und Christian Appelt wird zu Ihnen kommen. Da drüben auf der direkt anderen Seite, das ist leider die erste Frage. Genau, geben Sie es einmal durch. Kommt an. Ja, jetzt. Hallo und auch vielen Dank für den Film. Vielleicht ein bisschen spitz formuliert, aber gerade mit der Frage nach dem Problem und dem Ende des Films, wo die Frau zu Grabe getragen wird, habe ich mich über die Art und Weise, wie diese Geschichte erzählt wurde, gefragt. Also es ging ja viel um Musik und so weiter. Warum keine Kostümbildnerin, warum keine Maske? Warum man das nur, also Jungs bis auf Ausnahme von Lisa Gotto und von der einen Darstellerin, deren Namen ich leider vergessen habe. Es war so ein Boys Club. Wie diese Genre-Geschichte erzählt wurde. Also warum? Ja, Leute, dann sagt mir eine deutsche Genre-Regisseurin. Es ging mir nicht um die Regisseurinnen, aber um Kostüm oder Maske zum Beispiel oder um die Cutterin. Also es gab ja auch Schauspieler dort, es gab ja Komponisten. Ich habe jetzt aber auch keine großen, also nicht sehr viele Kameramänner zum Beispiel interviewt. Es ging wirklich um die Macher. Es ging um Produzenten und um Macher, also um die sozusagen das Ding bestimmen. Es ging im ersten Teil natürlich um die Leute, die nach Italien ausgewandert sind, die Schauspieler, die hier gehen mussten, weil sie im Autorenfilm nicht mehr verlangt waren. Das waren dann Schauspieler. Aber im zweiten Teil geht es um die, die letzten Endes die Filme schreiben und sie auch machen. Ich habe eigentlich außer den Musikern, ich weiß nicht, ob das noch drin ist, mal wieder, außer den Musikern keine Leute aus den einzelnen Gewerken in den Film genommen. Teil welchen Problems jetzt? Ich verstehe nicht, was er sagt. Ja, diese Frage formuliert an die Leinwand, wo gehst oder wohin führt der deutsche Film? Und ist das sozusagen ein Teil dieser Antwort, die man darauf geben könnte? Aber was könnte jetzt eine Cutterin zu dem Thema, die genau dieselben Erfahrungen macht wie ich oder
Das weiß ich nicht, ich habe sie ja nicht gehört. Also dass ich jetzt nicht mal eine Meinung oder eine Stimme dazu höre, fehlt mir diese Perspektive komplett. Und das ist deswegen, finde ich, nur ein Teilbild oder ein Puzzleteil. Aber ja, also ich fand es trotzdem auch die anderen Stimmen interessant, aber das fand ich nicht sehr... Nicht so. Was wollen Sie denn damit sagen eigentlich? Was wollen Sie sagen? Es fehlt Ihnen entweder die Frau oder es fehlt Ihnen das Gewerk oder es fehlt Ihnen... Es fehlt mir noch eine Perspektive, die neben der Musik, neben dem Schauspiel und der Regie diese Filme mitgestaltet hat und das Aussehen dieser Filme mitbestimmt hat. Hm. Ja, das kann man ja... Genau, das ist Teil 3 die Option wahrscheinlich. Ich würde gerne direkt noch da... Also mir ist gerade noch eine Sache eingefallen, über die ich unbedingt reden will, weil Wolfgang Bild haben Sie angesprochen mehrfach. Das ist natürlich einer, der auch wirklich Erfolg hatte lange Zeit durch den DVD-Markt. Und dann bricht dieser Markt zusammen. Ein Uwe Boll hat letztes Jahr seine Karriere beendet, aus demselben Grund. Er hat bei seinen letzten Auftritten gesagt, wenn er noch 2 Filme macht, dann ist er pleite. Bisher lief das super weltweit. Ja. Woran liegt das denn, um Gottes Willen? Weil diese Filme, die werden ja jetzt online geguckt, statt als auf DVD. Da müsste doch eigentlich irgendein Weg, also eigentlich ist das ja noch eine viel größere Verbreitungsmöglichkeit. Warum scheitert das da? Da bin ich technisch nicht so bewandert. Also ich habe es auch nicht ganz kapiert. Ich glaube natürlich, dass es Wege geben könnte, über Online-Demand Filme sozusagen günstig auch wieder, dass sie sich rekapitalisieren. Aber alle sagen, das funktioniert nicht, weil die Preise da sozusagen so gering sind, dass sie den normalen Preis, Filme werden gleichzeitig ja immer teurer, dass sie das nochmal reinkriegen. Ich kann es nur glauben, bin selber etwas verblüfft, aber Wolfgang hat wirklich, also das hat er 2003 für fast 12 Jahre das Handtuch geschmissen, im Sinn von, wenn ich keine DVD-Verkäufe mehr haben kann, dann kann ich das vergessen. Dabei waren seine Filme ja eh schon ziemlich billig. Uwe Boll hat jetzt ein Sterne-Restaurant in Vancouver, wenn Sie ihn besuchen wollen. Gibt es weitere Fragen oder Kommentare dazu, zu diesen Filmen? Da ist die nächste. Also weniger ein Kommentar, sondern einfach was mir, also ein Satz, der sehr stark im Kopf, oder 2 Kommentare. Einmal die Frau, die über Johnny Carson redet und sagt, also alle fragen und wissen gar nichts, was überhaupt mit dem deutschen Film ist. Und dann der Kommentar, dass es bei der deutschen Autoindustrie 100 Leute gibt, die sich mit dem Klang eines Türzugehens beschäftigen. Fiat Polski. Genau. Und im Prinzip, also die Amerikaner wissen sehr wohl, was mit der deutschen Autoindustrie passiert. Und das fand ich einfach eine sehr, sehr starke Aussage, dass man in Deutschland sowohl Dinge sehr, 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 sehr gut macht, und wo sehr viel Aufmerksamkeit ist, und so das in krassem Gegensatz zu was hier im Film, und das so vielleicht, ich weiß nicht, ob Sie dazu was noch sagen wollen würden. Die Frau, die das sagt am Schluss, ist die Tochter von Hardy Krüger, mit der ja auch in Hatari gespielt hat und die deswegen auch von Lemke besetzt wurde, weil er mit ihr zwar nicht über Howard Hawks reden konnte, aber immerhin hat er eine Schauspielerin, die Tochter eines Howard Hawks Schauspielers war. Ich glaube schon, dass die Amerikaner sich immer gefragt haben, was wir hier eigentlich machen im Film. Also die hatten wahrscheinlich eine kulturelle Power im deutschen Stummfilm gespürt, als die ganzen Emigranten irgendwie rüberkamen und merkten irgendwie, wow, was für eine kreative Kraft, die sie da in die Industrie mit hinein von Lubitsch bis Murnau und Konsorten reingeschleust haben. Ich glaube, dass die Amerikaner ehrlich gesagt auch noch über das weitergehende Nazi-Kino irgendwie das Gefühl hatten, ganz egal, was sie erzählt haben, aber wie sie es erzählt haben, war ganz schön eindrucksvoll. Und dass sie spätestens beim Autorenfilm gab es dann diese Megalomanie kurz, eben auf Coppolas Veranda gewissermaßen. Und dann brach das Interesse am deutschen Film aber komplett zusammen. Mhm.
ich denke, dass die, deshalb habe ich ja versucht, auch diese wenigen Emigrantenschicksale der Jetztzeit, also soweit man davon noch reden kann, eben Petersen, wirklich dramatisch, Karl Schenkel und andere nochmal zu zitieren, dass es durchaus irgendwie die Möglichkeit gab, oder wie wir jetzt eben gesagt haben, mit jungen deutschen Genre-Regisseuren, die hier irgendwie keine Mark gewonnen haben und nicht mal ein Tatort angeboten kriegen, aber die dann nach Amerika gehen und dort irgendwie mindestens ein Low-Budget. Und zwar, ja, der Schwenke zum Beispiel, der macht ja jetzt eigentlich am laufenden Band Filme in Amerika. Das heißt, da, wo die Amerikaner zu langen bei deutschen Regisseuren, ist es dann meistens einer, wo man selber dann in der Branche überrascht ist. Ach echt, der macht jetzt Filme in Amerika? Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das heißt, da scheint es irgendwie einen anderen Begriff von dem zu geben, was Kino ist oder was sie benutzen können, was sie importieren können, um daraus Nutzen zu ziehen, gewissermaßen. Finde ich hochinteressant, wie die das sehen, wie die auf uns gucken. Ich finde es auch manchmal wahnsinnig spannend, deutsche Schauspieler in ausländischen Produktionen zu sehen. Manche sind da so gut, wie sie hier nie waren. Und man fragt sich, warum. Was hat der jetzt denen gesagt, dass die plötzlich aufblühen, wie... Ja, also da hängt irgendwas, das zeigt ja, dass das auch alles irgendwie in der Luft hängt. Also ob das, worauf wir stolz sind, unbedingt das ist, womit man eine Kinoindustrie aufbauen kann, ist fraglich. Vielleicht sind es eben die kleinen Genre-Regisseure, die dann sich wagen, sowas wie Tattoo zu machen. Oder wie hieß der schöne Film von Christian Albert, diese nicht Elementar, aber sowas Ähnliches. Ja, ich weiß. Antikörper. Ja, genau, Antikörper. Dass das plötzlich dann irgendwie die Amerikaner überzeugt, um diese Leute, komm her, du kriegst hier zumindest irgendwie, und zwar nicht irgendeine Fernsehserie oder so, wie der Robert Siegel dann in Kanada machen musste, sondern wirklich schon kleine Filme. Mhm. Und in der deutschen Kritik kommen diese Leute gar nicht vor. Wir sind leider schon zeitlich am Ende fast, aber ich möchte an dieser Stelle ganz herzlich noch dem jungen Filmclub Treppe 41 danken, die Folgeveranstaltung hier ausrichten. Im See von Veit Harlan könnte es besser passen. Ja, das wird hier im Anschluss laufen. Danke, dass wir ein bisschen überziehen durften. Das ist ganz großartig. Ich möchte dafür zum einen werben und natürlich eine Abschlussfrage noch stellen. Und ich muss kurz was sagen, weil die Sache ist die, ich bin Emanuel Brot, ich bin Nachwuchsfilmemacher hier aus Frankfurt und ich glaube, ich muss kurz meine Geschichte erzählen. Ja, wir haben leider keine Zeit, also wir sind wirklich kurz vorm Ende. Ich wollte noch eine Abschlussfrage stellen, wenn das okay ist. Ja. Wir können gleich noch weiterreden, wenn das okay ist, aber ich würde gerne noch eine letzte Frage trotzdem stellen, weil wir waren letztes Jahr, wir können gleich reden, dann beim Filmfest München, da wurde ein Buch gefeiert, 50 Jahre Joe Hembus, der deutsche Film kann gar nicht besser sein, hieß das Buch. Und ich hatte das Gefühl, das ist irgendwie aktueller denn je, denn es ist sehr doppeldeutig, der deutsche Film kann gar nicht besser sein. Ist das die Aussage, die auch heute noch zutrifft? Nee, das stimmt so nicht. Ich glaube schon, dass die Strukturen, die gebildet wurden in den letzten Jahren, eigentlich andere Chancen hätten. Also die hätten auch andere Chancen, andere Filme zu machen. Filme, die auch mehr im Sinn des energetischen irgendwie Körpergenre-Kinos auch mehr auf die Leute zugehen könnten. Diese Chancen werden aber nicht ergriffen. Es ist auch immer, also es wird ja dann immer gesagt, es gibt keine guten Bücher. So. Wenn es diese guten Bücher gäbe, dann hätte man doch davon gehört. Ich weiß es nicht. Ich habe schon den Eindruck, dass die Strukturen einerseits fördernde, aufbauende sind, wie so ein Wirtschaftsaufbau oder so ein Marshallplan für den deutschen Film. Aber dass sie natürlich dann eben an diesem komischen, von Günter Schütter so exakt beschriebenen freudianischen Über-Ich scheitern. Und da, ich finde, es ist eher, was ich versucht habe zu erzählen, ist eigentlich der Versuch einer psychologischen Gesellschaftsanalyse. Also das sozusagen, was sind die Deutschen seit dem Zweiten Weltkrieg? Was für ein Verhältnis haben sie zu sich? Ich bin immer wieder zum Körper zurückgekommen, also vor allem
Männerkörper, weil ich von denen natürlich verständlicherweise mehr verstehe, aber das Gefühl von irgendwie, wie fremd sind wir uns eigentlich, dass wir nicht in der Lage sind, außer merkwürdigen, verkorksten, sehr amüsanten Verklemmungen wie Toni Erdmann, und die eigentlich darauf resultieren, auf dem Prinzip des, der Peinlichkeit als Grundprinzip. Also wir sind einfach peinlich, ja. Und das finden die Amis natürlich auch ganz toll. Weil wir sind peinlich. Es gibt das Remake mit Jack Nicholson. Ja, ja, die sind natürlich dann auch peinlich. Das ist wirklich. Aber wir haben damit angefangen. Wir sind die peinlichsten von allen. Und deshalb haben wir jetzt leider, wir hätten den Oscar eigentlich wirklich dafür, allein dafür verdient. Aber ein schöneres Schlusswort kann ich mir nicht vorstellen. Danke für diesen wunderbaren Ritt durch die Filmgeschichte. Dominik Graf, toll, dass Sie da waren. Dankeschön. Ihnen guten Nachhauseweg. Dankeschön. Danke.